Ja, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Brothers. Ich frage mich gerade, warum ich mein Headset aufsetze, wenn ich eigentlich die ganze Zeit mit der Webcam, mit dem Mikro da aufnehme. Ja, wir sind stehen geblieben in Welt 3. Da machen wir jetzt freudig weiter. Und freudig bin ich auch deshalb, weil der erste Part super gut angekommen ist. Mein Bruder hat mich schon gefragt, wie ich es schaffe, mit 14 Aufrufen 3 Kommentare zu kriegen, während ein anderes Video, das er geschaut hat, mit 170 Aufrufen nicht mal einen kriegt. Tja. Jetzt wisst ihr's. Eigentlich sitzt hier Chuck Norris vor mir. Tschö. Was war das denn? Die Aktion war komisch. Eine Goomba-Legion, toll. Ich habe ja einen Sicherheits-Safe-State wie mehr. Obwohl, das ist. Mach schon. Ach Mann, ich habe doch gar nicht Enter belegt. Naja, das ist Level 1. So, wie man gerade im Bildschirm gesehen hat, da ist anscheinend auch noch ein Hammerbruder mit drin. Das gibt's nicht. Stell mich einfach zu dämlich an. Mich nicht. Mein Freund. Und Feigen. So, diesmal darf der Goomba dran glauben. Und die Goomba-Legion auch. Ich sagte, die Goomba-Legion auch. Ich bin einfach zu blöd für dieses Spiel. Ja, ich bin nicht ganz drin. Ich glaube, man merkt's. Das war die falsche Richtung. Da kannst du ruhig aber jetzt hinterher fliegen. Wie immer holen wir uns Pilz und Jump und diesmal töten wir den Goomba direkt. Warten, bis die. Mario, was rennst denn du zusammen? Diesmal keinen Schaden nehmen. Das läuft immer besser. Lieber wegrennen. Kein Risiko gehen, immer weg. Rennen. Gumbas! Ach, ich... Was ist heute los? Zu Beginn dieses zweiten Parts muss ich sagen, heute ist meine Leistung echt enttäuschend. Eigentlich wollte ich, dass der dir gegen Arsch fliegt, Koopa, aber... Sag mal, bist du etwa ein Depp? Ja, das ist ein Depp. Das bist du etwa. So, Triple Jump und Triple Death und ja. Ich weiß ja gar nicht, was ich heute groß sagen soll. Ich bin auch leicht verschnupft, das heißt, ich sollte meiner Stimme vielleicht nicht zu viel antun. Ob das da unten jetzt Wasser ist oder irgendeine tödliche Säure, das weiß ich nicht, das will ich auch nicht ausprobieren. Ich bin ja so verwöhnter Junge von heute, 15 Jahre, die ganze alte Technik noch nicht gewöhnt. 1997, das war das Jahr der Nintendo 64. Und ich bin nur sowas gewöhnt und so. Toll. Da lässt sich mal über mich selber und schon sterbe ich. So, als wäre das eine Selbstbestrafung. Das hört sich vielleicht zweiter Ding. Du stirbst, du dummer Mistkerl. Werkzeug. Mein Befehl widersetzen bringt es nicht. So, spring bitte! Yeah! Du Goomba tötest mich nicht. Das hast du lange genug versucht. Strike. Hier schaffe ich leider keinen. Strike. Und ein Spare auch nicht. So, ich bin wieder Fire Mario und. Das ist auch eine tolle Runde.
quasi als Point of No Return. Aber das ist egal, wir kommen sowieso gerade ins Ziel. 5000 Punkte, ich bin mal richtig weit oben an der Flagge. Hahaha, das ist ja ein riesen Grundstück. Und dann gibt's wieder ein Feuerwerk. Ah, wie schön! So eiskalt bin ich zu Koopas und zu Goombas. Merkt euch. Verkleidet euch nie vor mir als Koopa oder als Goomba. Münzen! Geldgeil! Na, die Blume kann ich ja nicht da oben stehen lassen. Weil es bringt mir gerade sowieso nichts. Ich habe eine Feuerblume. Und ein Inventar habe ich hier, glaube ich, nicht. So wie in Super Mario World. Ihr wisst ja, was ich meine. Denn immer wenn man stirbt, fällt das Item runter und das war schon in Super Mario World, oder? Ich kenne mich mit diesen ganzen alten Games null aus. Das einzige, was ich in- und auswendig kenne, ist Super Mario Bros. 3. Da habe ich das Remake auf dem GBA. Und ja, das kam ja nicht 1988 in Japan, 1991 in Europa raus, sondern 2003 auf der ganzen Welt. Ach nö, springt der jetzt nicht mal. Ja, damit sind wir in Level 3. Und ich glaube, ich hätte dann Sicherheits-Safe-State in Level 2 machen sollen. Wenn ich dumm anstellen! Ich habe schon wieder A und B verwechselt. Das heißt, ich habe Punkt und Komma verwechselt. Das ist ja auf meiner Tastatur so belegt. Ja, komm schon. Hol die Blume. Winten! Ah! Meine Güte! Herzinfarktgefahr! Aber ich stelle mich hier gar nicht so blöd an bis jetzt. In diesem Level. Nein! Gerade sag ich's noch! Naja, der Sicherheits-Safe-State wird wie immer nicht aktiviert, wenn ich bloß einen Checkpoint habe. Da gehe ich jetzt mal lieber unten lang. Es gibt ja solche Mogler, die Safe-Staten wirklich alles, wie, als wäre es Kaizo Mario. Aber so will ich nicht am Ende dastehen. So, wir sind auf einmal wieder im Riesenpalast. Da zoomen wir nach Bowser und stürzen ihn wie immer vom Thron. Denn das macht riesen Spaß, das ist super geil. Und irgendwie sehen die alle gleich aus. Sicherheits-Safe-State aktivieren. Merkt euch das, liebe zukünftige Super Mario Bros. Let's Player. Das erspart eine Menge Ärger und Frust. Eine Menge nie veröffentlichtes Videomaterial. Boah. Na, das war dumm. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja wenigstens so ehrlich und starte den Level dann jedes Mal gleich von Anfang. Boah, Junge! So eine mich an Rutsch-Luigi aus Super Mario. Galaxy! Spring noch in die andere Richtung. Mein Freund, der Mario. Heute hat er's nicht so. Wie immer die Münzen gleich so mitnehmen. Da nehmen wir auch ein paar mit. Boah! Hat schon ein bisschen Kaizo-Stil hier. So, du
Schwule Plattform! Nein! Ich will nicht sterben. Janni? Ey, ich werd doch Welt 3 diesen Part noch packen. Ich leg mal mein Handy irgendwo anders hin. Nicht, dass es in meiner Hosentasche irgendwo noch zu drin anfängt, den Lautsprecher zum Gedönsen zu bringen. Ich habe ja hier so schöne Lautsprecherboxen und darauf die Webcam stehen, mit der ich ja gerade aufnehme. Das heißt mit der Mikro. Ihr seht ja nichts von mir auf dem Bild. Eigentlich schade, ne? Nein, Spaß. Diesmal habe ich es geschafft. Ganz knapp. Und was könnte da jetzt drin sein? Ist es die Prinzessin? Nein, es ist der Toad. Thank you, Mario. Es sind sogar drei. But our princess is in another castle. Moment mal, kenne ich den Spruch nicht irgendwo her? Ja. Stay safe. Drüber jumpen. Und es ist Lucky Too. Und er geht mir jetzt schon auf den Sack. Eigentlich hätte ich gar nicht Load State machen müssen. Weil Baum. Genau, weil Baum. Ich renne einfach. Dieser Level ist einfach. Sagte der liebe Neon und starb. Er ist ja seit gestern Professor, ne? Wer Crazy Machines verfolgt, der weiß, was ich meine. Boah, du Verrückter. Ich verklag dich gleich wegen Terrorismus. Ich hasse dich, Lucky Too. Oh toll, der Sicherheits-Safe-State hat den Checkpoint getroffen. Einfach rücksichtslos auf über alles drüber jumpen. Das war so auch nicht geplant. Komische Käfer warten uns. Ich drücke mal wieder nix. Mario läuft von selber. Blop, blop, blop. Ist mir recht. Are you fucking killing me? Ich weiß nicht, macht ihr das zu Hause auch immer? Ihr Let's Player da draußen! Goomba-Gefahr! An alle Let's Player, macht ihr das auch immer? Immer wenn ich am DS oder an der Wii die Sprungtaste drücke, drücke ich nur zwei, wenn ich über ganz normale Abgründe springe und am PC am Emulator. Möge es das andere Sprunggefühl sein, aber bei diesen ganzen alten Spielen drücke ich dann grundsätzlich immer Sprung- und Renntaste gleichzeitig. Nicht über Abgründe springen. Da muss man sich eigentlich beeilen, aber das tue ich mal wieder nicht. Ist eigentlich auch nicht so gedacht. Das auch nicht. Merkt euch, liebe Kinder, das ist geschummelt. Schummelt ist nicht schön, da wird man bestraft. Und zwar genau auf diese Art und Weise. Merkt euch. Ihr bösen kleinen Bubis da draußen.
Nein! Das war wieder geschummelt. Nicht nachmachen. Denn Schummeln ist böse. Da hassen euch alle. Allen voran diese kleinen grauen Viecher! Die sind übrigens von der Mafia und töten einen dann sofort. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So kann man das auch machen. Ist zwar auch geschummelt eigentlich, aber... ja. Boah! Ich wollte schon sagen, mehr Dusel kann man nicht haben. Und dann mache ich sowas. Also ich will diesen Level jetzt noch in diesem Part schaffen. Wenn er euch langweilt, schaltet direkt auf Part 3. Spaß. Nein, ihr dürft natürlich das Video fertig schauen. Auch wenn es euch langweilt. Das ist nicht verboten. Das hat gerade so gereicht. Bin ich gar nicht so unglücklich damit. Ich hasse diese Viecher. Ich muss gucken, dass ich weniger S-Laute in den Mund nehme. Denn sonst... Das gefällt meiner Webcam ganz gut. Die nimmt das so komisch auf. Deswegen haben Andalusier damit wohl weniger Probleme als ich. Mit komischen Lauten. Die hauchen nämlich immer alle S-Laute irgendwie raus. Das wollte ich sagen, ja. Lasst euch nicht von diesen Mistviechern ablenken. What the fucking hell? Ja, das ist so bei den Andalusiern, die sprechen kein S aus. Und kein Z. Und ein X glaube ich auch nicht, aber davon gibt es ja im Spanischen sehr wenige. Andalusisch ist nicht zu verwechseln mit Katalanisch, das ist nämlich meines Wissens auch schon wieder eine eigene Sprache. El Catalan. Jo, das wär's. 17 Minuten 58. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder in diesem Level. Möge die Macht mit euch sein. Die Zeit rennt wie bekloppt. Nun ja. Bis dann und ciao!